Unglaubliche Neuigkeiten von Errol Sander, der Star aus Alles, was zählt, ist wieder Vater. Ihr habt es sicher schon gehört, Errol, 54, und seine langjährige Partnerin Caroline haben sich im August 2022 getrennt. Doch jetzt gibt es noch aufregendere Nachrichten. Errol ist nicht mehr Single, er hat eine neue Liebe gefunden und ja, ihr habt richtig gehört, sie erwartet ein Baby. Rebecca Oehlmann, eine talentierte Make-up-Künstlerin, erwartet gemeinsam mit Errol ein Baby. Anfangs war es nur ein Gerücht, als man sie mit Babyboch gesehen hat, aber jetzt hat Errol die Neuigkeiten bestätigt. Auf die Frage von T-Online hin, hat der 54-jährige Schauspieler zugegeben, dass er und seine Freundin in freudiger Erwartung sind. Errol sagte, es ist wahr, ich werde wieder Vater. Wir sind überglücklich und freuen uns auf unsere Tochter. Unsere Patchwork-Familie wächst. Die Kinder freuen sich auch sehr. Neben Errols beiden Söhnen Marlon und Elias hat auch seine neue Freundin Rebecca bereits ein Kind mitgebracht, und Errol scheint sich über den zusätzlichen Familienzuwachs zu freuen. Ich wollte schon immer eine große Familie haben und bin jetzt mit 4 Kindern auf einem guten Weg, würde ich sagen, scherzte Errol. Wenn ihr mehr über diese aufregende Entwicklung erfahren möchtet, bleibt dran, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts zu verpassen.